Masturbationsräume, was soll das? Masturbationsräume werden jetzt gefordert, werden schon länger gefordert. Eigentlich hat begonnen mit dieser Forderung der ehemalige Professor Dr. Helmut Kentler. Der hat diese Forderung gestellt schon. Und lassen Sie mich so ausdrücken, sein Jünger, der bei ihm studiert hat, Professor Uwe Sielert, führt praktisch dieses Projekt jetzt an Universitäten fort und schreibt auch Konzepte für Kindergärten im Auftrag von Landesministerien. Es steht auf seiner eigenen Homepage, kann man nachlesen. Und diese Masturbationsräume werden oft auch einfach nur Körpererkundungsräume genannt, ja, in denen die oder Kuschelräume, in denen die Kinder sich dann nackt ausziehen können. Und es ist passiert in einem kleinen Ort bei Gießen, nämlich in Grünberg in Hessen, dass einem Mädchen, auch mehreren Kindern, aber auch einem Mädchen, ein kleines Autochen in die Vagina gesteckt wurde und dass die also richtig Verletzungen hatte und ihre Mutter dann empört in den Kindergarten gegangen ist. Und der Bürgermeister, der Frank Ide damals, ist mit was weiß ich, wie viel Anwälten dann gekommen, hat einen Elternabend veranstaltet und haben diese Mutter, die sich beschwert hat, vor den ganzen Eltern praktisch als unglaubwürdig hingestellt und so, dass sie sich einen anderen Kindergarten suchen musste, weil sie es gar nicht mehr anders ausgehalten hat. Und habe ich das richtig verstanden? Die Eltern wissen davon auch nichts? Nee, die wissen davon gar nichts. Die Hildesheimer Studie, die jeder sich aus dem Internet abrufen kann, besagt, dass Kentler 3 Jahrzehnte lang mit Hilfe von Jugendämtern bei Pädokriminellen untergebracht hat. Wer war denn Kentler? Wer ist das? Professor Helmut Kentler lebt ja jetzt nicht mehr, Pädagogikprofessor, ich meine in Hannover. Und seine Jünger, so nenne ich sie jetzt mal, also die bei ihm studiert haben, einige davon, unter anderem Uwe Sielert, die anderen Namen habe ich jetzt nicht parat, sind die Konzepte jetzt für die Masturbationsräume in Kindergärten machen und für Landesministerien ausarbeiten, die wiederum dann über Pro Familia und andere Organisationen in den Kindergärten verbreitet werden und geschult werden. Es ist, also Kentler agiert weiter. Es ist auch bekannt, dass Kentler ja selbst pädokriminell war, was ziemlich spät rausgekommen ist. Also diese ganzen Pädokriminellen treiben ihr Unwesen weiter und die haben anscheinend über